So, Hallöchen, Papüchen. Das wird heute ein Heidenspaß. Und ein bisschen holprig. Hey, Sekan, ist dir deine Nobelkarosse etwa zu schade? Oh Mann, ich hasse diesen Decknamen. Ja, ich nicht. Ich find geil. What the fuck, was ist denn das für ein Rennen? Oder werden wir jetzt ausschließlich hier drin in dieser Scheiße fahren? Oh Gott. Also, ich weiß jetzt nicht. Ah, hier muss ich jetzt raus, okay. Naja, also das finde ich ja persönlich jetzt schon wieder sehr, sehr doof, aber naja. Ist halt so. Weiß halt nicht. Ich versuche jetzt am Anfang noch nicht, mich wieder so hart abzusetzen. Oh, what the hell? Und ich hoffe, ich bin hier richtig, weil ich sehe es gerade gar nicht genau, aber ich glaube, ich bin hier richtig. Ja, ich bin richtig. Entschuldigung. Oh, 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 das war schlecht. So, und jetzt versuche ich mich abzusetzen. Ich glaube, was ist das für ein deutscher Satz? Ich denke, dass es hier teilweise sehr, sehr wichtig ist. Oder dass es, also es ist total unnötig, finde ich, dass man nicht in den ersten geht. Oder, ja, kann man jetzt sehen, es wäre ein Fehler, in den ersten zu gehen. Ich weiß nicht, wie ich das besser ausdrücken soll. Aber ich glaube, in keiner einzigen Situation ist es sinnvoll, den ersten Gang zu verwenden. Ich glaube, es ist immer gut, wenn man einfach so im zweiten bleibt. Weil die Beschleunigung ist an sich absolut die gleiche. Also wirklich. Und halt zeitgleich ist es halt sehr, sehr geil. Also jetzt außer wirklich zum sowas anfahren oder am Berg jetzt. Aber ansonsten tut er halt sehr, sehr hindern. Und generell tut er mehr ausbremsen als wirklich ein Beschleunigen für dich jetzt. Aber das kann auch jetzt nur wieder meine persönliche Spielerei sein. Das weiß ich jetzt nicht genau. What the fuck, diese Rennen, ich weiß nicht, irgendwie so, das Problem ist irgendwie am Anfang hatten wir gar keine Rennen, finde ich so, und dann gegen Ende hast du fast nur noch Rennen, also ich weiß nicht, also so kommt es zumindest gerade vor so, also generell ist es ziemlich gut-balanced, finde ich jetzt so, was so das Verhältnis angeht, weil das eine ganz lange Zeit lang hast du das Gefühl so, boah Alter, jetzt wird der Polizeialltag ein bisschen öde so, aber jetzt gerade werden diese Rennen ganz schön öde, muss ich sagen, weil das halt größtenteils halt immer wieder dasselbe ist. Von daher, ja. Und generell, ich fände es cool, wenn man bei diesen Rennen noch wie so eine kleine Side-Mission hat, die man erfüllen muss. Also jetzt keine Ahnung. Du darfst trotzdem während des Rennens halt jetzt zum Beispiel nicht so viel Sachschaden machen oder so. Weil das würde dann auch die Rennen umso spannender machen. Weil, ja, sagen wir mal ehrlich, die KI an sich ist jetzt zwar ganz okay, ist auch ganz schön gemacht so. Aber naja. Generell, das Rennen an sich ist ja jetzt keine Herausforderung, glaube ich. Ja, geil. Boah, sauber die Kurve genommen. Jetzt können wir richtig Gas geben hier, Kinder. Und generell finde ich, dass man sein Turbo immer dann einsetzen sollte, wenn man langfristig daraus was erarbeiten kann, so wie jetzt hier gerade hier. Ich versuche jetzt einfach hier voll durchzubrettern. Scheißegal. Ah! Dann jetzt. Komm, setz zurück und gib Gas! Hurensohn, ey. Komm, gib Gas, 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 Gas. Komm, hochschalten, Gas geben. Irgendwie gerade ein bisschen kritisch hier alles. Das ist noch nicht so, wie ich mir das gerade vorstelle. Aber okay, weiter geht's. Und hier das Lustige ist, da war, ich habe ja gestern Ice Age 4 mal angeguckt, dass ich generell mal so ein bisschen Resümee zu dem Film abgeben wollte eigentlich. Nur das Problem ist, dass ich jetzt nicht weiß, inwiefern ich da jetzt jemanden, ja, ich will nicht sagen spoilern würde, weil der Film jetzt schon lange genug raus ist in dem Zeitpunkt, aber das Video veröffentlicht wird und alles. Und generell der Film an sich ist schon ein halbes Jahr alt ist oder so. Nee, der ist schon ziemlich...
Das heißt, ich würde, glaube ich, niemanden spoilern, aber trotzdem auf die Gefahr hin, dass sich irgendeiner mal noch den Film irgendwann mal angucken will oder sagt so, ja komm, ich bin jetzt erst neu aus, keine Ahnung, so erst neu auf die Ice Age-Reihe aufmerksam geworden, ich will mir erst die Filme nacheinander angucken. Da will ich jetzt nicht zu viel spoilern, deswegen, aber ich sag mal so, ich finde den Film geil, aber ich finde das Ende ziemlich, weiß nicht, also keine Ahnung, also das Ende des Films war für mich persönlich nicht zufriedenstellend, muss ich ehrlich sagen. Weiß nicht, also ich fand's nicht geil, sorry, ich weiß nicht warum, aber irgendwie generell so diese komplette Thematik so, weil zum Beispiel Diego, also ne, hier dieser Säbelzahntiger, ne, der hatte ja generell so diesen Beef, würde man heutzutage sagen, ich glaube damals würde man, oh, was ist denn hier passiert? Ich glaube damals hätte man gesagt, einfach so diesen Gewissenskonflikt auch so, dass er diese Shiba, oder wie die genau heißt, wie aus der TV-Werbung, diese Shiba-Scheiß-Fotze-Mieze da, ey. Und generell fand ich es zwischenzeitlich sehr, sehr geil, was man aus der Storyline gemacht hat, so. Aber gegen Ende hat man dann einfach so diese komplette Storyline mit dem Diego und der Alten da halt komplett aus dem Fenster geworfen, so. Und das fand ich persönlich sehr, 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 sehr schade, muss ich ehrlich sagen. Ja, da nimmt man sauber die Bande mit. Und keine Ahnung, da finde ich persönlich, hätte man wesentlich mehr auch draus machen müssen, finde ich. Weil man hätte da so richtig schön Endboss-Fight, so, ne, also ne, wie es eigentlich so schon war. Aber irgendwie so dann, dass dann dieser Gewissenskonflikt irgendwie ein bisschen besser durchkommt, weil der kam überhaupt nicht durch, fand ich so. Weil das war dann gegen Ende halt so, ja komm, ich schließe mich jetzt einfach euch an, obwohl ihr mir eigentlich nichts schuldig seid und so, und ja komm hier, und ich mach's jetzt einfach so. Und ich habe mir auch mal den Trailer für den fünften Teil schon angesehen, weil ich glaube, den Film werde ich dann heute Abend oder so gucken, wobei, das werdet ihr niemals, glaube ich, erfahren, weil ich das Spiel heute noch durchspielen werde. Deswegen, ich weiß nicht, generell so, ich finde es schade, dass man... Wir haben gerade einen Notruf einbekommen. Es hat einen Unfall am Schrottplatz gegeben. Könnt ihr dort vorbeischauen? Klar. Zentrale, wir sind schon auf dem Weg. Ja, ich könnte mich jetzt theoretisch bei der Kläranlage spawnen lassen, habe ich jetzt aber keinen Bock drauf. Bei Kläranlage, Schrottplatz, meine ich. Ja. Na, ich bin hier sehr, sehr falsch, oder? Ja, ich muss nochmal hier rumfahren. Oh, mein Gott, ey. Und ich weiß nicht, deswegen, ich finde es generell sehr, sehr schade, dass man aus dieser Storyline so, ne, es gibt ja mehrere Storylines, zum Beispiel die Ellie mit der, vor allem saugeil, dass die alte Ellie heißt, finde ich auch mal wieder so geil und irgendwie ironisch. Ich kenne es, glaube ich, auch schon mindestens, glaube ich, 3 oder 4 Weiber, die alle Lisa heißen, so. Und sonst eigentlich gar keine weiteren, was eigentlich ganz lustig ist, weil ich auf einer BA für Informatik bin. Oh, finde ich irgendwie ganz lustig. Nicht. Kaum zu glauben. Du machst nicht Schrott, aber kein Unfall. What the hell, was geht denn hier ab? Oh, na, guck mal einer an. Ach, hallo, Bottenjunge. Als ich habe Schrottpresse aufgemacht, war da kein Blechwürfel. Habe mich nicht gefreut. Also haben wir gedacht, wir laden dich einfach nochmal ein. Oh nein, nicht schon wieder die Typen. Komm, lass uns abhauen, wir sind eindeutig in der Unterzahl. Vor allem gibt's noch einen Counter, ey, what the fuck? Und der fährt mir noch voll rein, der Wichser. Ja, alles klar. Hat er sich wieder beruhigt, der Wagen? Ja, okay, weiter geht's. Ah! Guck mal, wie sie da hinten warten. Zentrale für Cobra 11, erbitten dringend Verstärkung. Wir sind gerade vom Schrottplatz geflüchtet und werden von mehreren Wagen verfolgt. Der Unfall war eine Falle. Alles klar, Jungs. Einheiten sind schon auf dem Weg zu euch. Ja, entspannt euch mal alle ein bisschen hier. Ist ja Wahnsinn. Was ihr hier für alle für einen Stress macht, ey. Weil, what the fuck, was wollen die denn hinter uns machen, hä? Vor allem hier in diesem Spiel gibt es halt wirklich keine Schusswaffen, das ist ja der Witz. Ach ja, ist natürlich wieder entspannt. Wir fahren halt mal ganz entspannt für irgendwelchen Idioten weg. Ist auch mal geil. Gucken wir mal ein bisschen die Sirene an. Oh, ist das schön entspannt, ey. Oh, ist das geil. Jetzt, wo das Zahlenverhältnis ausgeglichen ist, können wir doch zum Angriff übergehen. Na, da kannst du dich aber drauf verlassen. Auf die Gelegenheit warte ich schon seit meiner erzwungenen Schlankheitskur neulich.
Oh, ich muss nur ausbremsen. Hallo, jetzt fahrt mir doch nicht rein. Nein, ach, wegen den Hurensöhnen, ey. Komm, lasst mich doch einmal durch, ey. Och mein Gott, jetzt fahren wir hier wieder im Kreis oder was? Oh nö. Hab ich überhaupt keinen Bock mehr drauf. Komm, lass mich vorbei, du nur ein Kind da vorne, ey. Oh, 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 bam! Komm, fahr rückwärts, komm schnell! Schnappen dir den Bastard! Aber guck, der erste Gang war wieder nur hinderlich. Komm, geh doch mal weg! Ja, jetzt bremst mich mein Kollege noch aus! Ist halt so ein geiler Witz. Alter, die Scheißkollegen können sich nicht einmal verpissen, ey! Na, ist halt geil. Wo fährt der denn lang, der Bastard? Vor meine Kollegen sind nur im Weg, ey. What the fuck? Warum hatten vor allem so Ben und Sima? Och nein, wir werden jetzt voll gerackt von denen. Oh, wir müssen uns mal schnell verpissen. Alter, will der jetzt wirklich hier im Kreis fahren oder was? Der Hurensohn. Ja, es ist halt ein Witz. Er fährt halt im Kreis, der Bastard. Dieser dreckige Schwanzlutscher, ey. Klasse, wie soll ich den so einholen? Klar. Klar, der Abstand ist zu groß. Klar, das kann nicht sein! Ich hab keinen Bock mehr. Nö, tschüss. Nee, dreckige Scheiße hier, Alter, ey. Jetzt muss ich den ganzen Dreck nochmal machen. Hab keinen Bock mehr, tschüss.